Der Schwarzbart setzte sich auf einen Schemel zu ihrer Seite und begann, sich eine langstielige weiße Tonpfeife zu stopfen. Der Tabak stank grauslich. Nina wurde langsam ungeduldig. Sie hatten sich durch eine glückliche Fügung das Vertrauen dieser Leute erschwindeln können, aber was nützte ihnen das, wenn sie gar nicht den Versuch machten, etwas herauszubekommen? Sie hatte ein Stückchen Zeitungspapier hervorgeholt und drehte und wendete es in den Fingern. »Wisst ihr, wir waren zuerst überrascht, als das Arbeitsamt uns die Stelle anbot, und im ersten Moment haben wir auch abgelehnt.« Die anderen sahen sie fragend an, Herbie und Julius eingeschlossen. »Wir kannten eure Ritterschenke schon aus den Erzählungen einer Freundin.« Herbies fragender Gesichtsausdruck verzerrte sich ins Groteske. Julius hingegen begann zu verstehen. »Die Doro, die hat uns davon vorgeschwärmt, wollte uns immer mal hierhin einladen, aber da hätten wir uns ja mit mehreren zusammentun müssen, weil sie ja nur an Gruppen. Ja, und jetzt geht es ja nicht mehr.« Sie schluckte schwer und Herbie, der unterdessen auch auf den Trichter gekommen war, staunte über ihr schauspielerisches Talent. »Die arme Doro«, seufzte nun auch er und erklärte den Unangeweihten, »der Motzer, ihr wisst schon, dieser Irre, der seit Wochen reihenweise die Leute abmurkst.« »Nein!« Susanne riss die Augen auf und hielt sich erschrocken die Hand vor den Mund. Nina faltete den Zeitungsartikel auseinander, der eine ziemlich deutliche Reproduktion von Doros Passfoto enthielt. »So jung«, hauchte Susanne, und auch Gottfried betrachtete das Foto mit sorgfältigem Interesse. »Ihre Locke war rot, feuerrot«, erläuterte Herbie und wies auf die entsprechende Stelle der Schwarz-Weiß-Abbildung. »Erinnert ihr euch an sie?« Nina wurde forscher mit ihren Fragen. Die beiden sahen sich das Foto lange an, schüttelten zunächst zögernd, dann aber verbindlich mit dem Kopf. »Vielleicht bevor sie sich die Locke rot gefärbt hat?« Herbie hatte ein wenig Sorge, dass ihr Interesse auffällig wurde. »Mit welcher Gruppe war sie denn hier?« fragte Gottfried von der Heiden. Nina und Herbie sahen sich bestürzt an. Diese Frage stellte nun wirklich ein Problem dar. »Immer hübsch vorsichtig. Ich bin sicher, dieses Gehöft nennt auch einen schnuckeligen Kerker sein eigen, in den Spione und Spitzbuben geworfen werden.« »Tja, das hat sie uns eigentlich gar nicht so genau gesagt. Wahrscheinlich irgendwas von ihrer Arbeitsstelle oder so«, log Herbie und hatte das Gefühl, rot zu werden. Susanne erhob sich. »Da hole ich doch mal unser Album.« Sie wackelte eilig aus dem Raum und Gottfried erklärte, »Wir haben da ein Fotoalbum, in das wir Gruppenaufnahmen unserer zufriedenen Kunden hineinkleben. Auch schon mal Schnappschüsse, auf denen die Herren Banker und Politiker und Doktoren oder wer auch immer mit Hellebarden und Schwertern rumhantieren.« »Höre ich da einen gewissen Spott?« »Das klingt ein wenig ironisch«, echote Herbie. Nur hörte niemand, dass er nachplapperte. Der Bärtige rückte seine klobige, goldfarbene Gürtelschnalle zurecht. Die da unten fressen, die haben doch gar keinen Sinn für unsere Lebensweise. Für die ist das alles eine Mordsgaudi und sonst nix.«